Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch in diese Wohnung. Meine Tochter wohnt da drin. Ich glaube Sie mir, Ihre Tochter ist tot. Sie dürfen da nicht rein. Meine Tochter ist nicht tot. Meine Tochter ist nicht tot. Mein Name ist Nasewand. Das ist meine Kollegin, die Frau Wietz. Wir sind von der Kriminalpolizei und ermitteln die Todesumstände Ihrer Tochter. Meine Tochter ist nicht tot. Sie lügen. Hören Sie, Sie können da jetzt nicht rein. Sie würden Spuren zerstören. Wenn Sie Ihre Tochter noch einmal sehen möchten, dann nehmen wir Sie gerne mit in die Rechtsmedizin. Hallo Kollegen, schön, dass ihr da seid. Die Kommissare gehen einem Hinweis auf Drogenhandel in einem Bordell nach. Es geht um Kokainhandel, ja? Ja. Okay. Am besten kommst du mit uns, dann gehen wir vorne rein. Sicherst du den Hinterausgang? Ja. Auf geht's. Du, warte mal, ich muss mal kurz auflegen hier. Bis gleich. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Die Kriminalpolizei. Wir führen hier eine Razzia durch. Jeder bleibt an seinem Platz und hält die Ausweise bereit. Wir wollen uns nur ein bisschen umsehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ach. Sind Sie der Chef? Ja, da bin ich. Warum? Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier in Ihrem Bordell mit Kokain gehandelt wird. Wer sagt sowas? Völlig egal, wer das sagt. Hier ist der Durchsuchungsbeschluss. Gehen Sie mal auf. Und dann hätte ich ganz gerne die Papiere der Mädchen noch gesehen. Hey, hier geblieben! Hey, hey, hier bleiben! Hier bleiben! Wollen Sie Ruhe? Was ist das denn hier? Hey, mein Freund, das war's denn wohl. Den Ausweis bitte. Komm, Ausweis. Oh. Der Polizeipräsident. Nicht, dass Sie was Falsches denken. Ich kann Ihnen das alles erklären. Es geht uns ja gar nichts an, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Also, wir führen ja gerade Drogenrazzia durch. Haben Sie vielleicht irgendwas bemerkt? Nein, nein, ich habe nichts bemerkt. Hier ist mein Personal. Nee, das brauchen wir nicht. Und ich denke, auf die Durchsuchung können wir bei Ihnen auch verzichten. Ist nett von Ihnen, danke schön. Wie geht's denn Ihrem Sohn? Von dem haben Sie. Der ist im Internat in der Schweiz, in St. Gallen. Ah, okay, gut. Ja, wenn Sie möchten, können Sie gerne fahren. Danke, danke. Grinz nicht so. Auch wenn er Polizeipräsident ist. Er ist auch nur ein Mann. Hm? Ja. Komm, wir gucken mal, ob die anderen bei den Mädels was gefunden haben. Ja. Guck her. Na und? Was ist schon dabei? Ein paar Gramm. Schließlich verkaufe ich das Scheißzeug nicht. Und? Was dabei ist, das ist verboten. Und deswegen bekommen Sie eine Anzeige von uns. Also, wo haben Sie das Zeug her? Aus dem Bordell? Blödsinn. Das habe ich von irgendeinem scheiß Typen auf der Straße. Ist doch egal. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Von einem Typen auf der Straße, hm? Was ist denn mit Ihren Kolleginnen oder dem Chef von dem Laden, in dem Sie arbeiten? Wir haben gehört, in dem Laden geht eine ganze Menge von dem Stoff über die Theke. Nein. Meine Kolleginnen sind total clean, mein Chef auch. Und ich brauche diesen Mist nur, damit ich diesen ekelhaften Job machen kann. War's das jetzt? Kann ich jetzt gehen? Ach, Herr Polizeipräsident, bitte schön, nehmen Sie Platz. Nein, danke. Was kann ich denn für Sie tun? Ich war gerade in der Nähe und da dachte ich, na ja, wegen dieser kleinen Begegnung bei der Razzia, Sie wissen schon. Ja. Ich wollte nur mit dem Mädchen reden, deswegen war ich im Bordell. Sie meinen die Prostituierte mit dem Kokain? Ja, ja, dieses Mädchen, aber von den Drogen wusste ich nichts. Ich habe sie auf der Straße gesehen und da dachte ich mir, dass ich ihr helfen will. Mhm. Helfen? Ja, wirklich, Frau Rietz. Sie werden es wahrscheinlich nicht verstehen. Ich habe sie irgendwie ins Herz geschlossen. Sie wirkte so völlig hilflos in diesem rauen Milieu. Sind Sie denn deshalb hierher gekommen, um mir das zu sagen? Oder gibt es noch etwas? Ja, ich wollte Sie persönlich um äußerste Diskretion in dieser Angelegenheit bitten. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Mhm. Ich kann es mir nicht erlauben, dass falsche Gerüchte entstehen.
Wie schnell das passiert, das weiß ich. Ja, das kann ich auch verstehen. Ich werde das Herrn Naseband und Herrn Grass auch noch mal sagen. Also von uns erfährt niemand etwas. Vielen herzlichen Dank, Frau Rietz. Okay. Tschüss. Also, tschüss. So, dann unterschreiben Sie da bitte mal hier. Danke. Da haben Sie ein blödes Protokoll. Ja, ich gebe Ihnen am besten mal meine Visitenkarte. Falls Ihnen doch noch was zu dem Drogendealer einfällt. Kann ich jetzt gehen? War es das jetzt endlich? Sie können gehen, aber in Zukunft sollten Sie die Finger von dem Zeug lassen. Bringst du bitte raus? Danke. Ach, das ist doch absolut unprofessionell, Frau Rietz. Jetzt habe ich selbst schon von dem Vorfall anlässlich der Razzia gehört. Sie selber haben doch dem Polizeipräsidenten versprochen, die Sache absolut diskret zu behandeln. Ja, haben wir doch, Herr Kikitaze. Da muss einer von den Kollegen geplaudert haben. Ja, toll. Ja, und außerdem, das Gerücht existiert ja nicht erst seit heute, dass sich der Polizeipräsident gerne im Rotlichtviertel rumtreibt. Tatsächlich? Ja klar, der wurde doch erst vor 3 Tagen da geblitzt. Das kann nicht sein. Ja, wir haben das Foto doch selbst gesehen. Also mir hat er erzählt, dass er nur ein einziges Mal im Bordell gewesen wäre. Und zwar, als sie die Razzia gemacht haben. Und dass er nur mit dieser Prostituierten reden wollte. Also jetzt mal unter uns. Was er da wollte, ist doch eigentlich völlig egal. Er hat nichts Verbotenes getan und sein Privatleben geht uns nun mal nichts an. Keine Hilfe, Leitstelle. Oh. Ah, Herr Staatsanwalt. Wir haben Funk. Alles klar. Wir reden später nochmal. Tschüss. KL führt. Eine weibliche Leiche in der Bonifatiusstraße 13, eine Streife vor Ort. Die wollen unbedingt euch so bald als möglich dort sehen. Ja, verstanden. Warum denn ausgerechnet uns? Wegen der Visitenkarte haben wir euch gerufen. Die lauft im Wohnzimmertisch neben dem Handy. Wir dachten, ihr kennt die Tode vielleicht. Maren Rieke. Sie war bei uns zur Vernehmung heute. Und ihr habt sie gefunden? Ja, vor 45 Minuten hat uns die Nachbarin angerufen. Hat Schreie und Lärm aus der Wohnung gehört. Mehr wusste sie aber auch nicht. Was sagst denn du, Doc? Tja, ihr Körper ist noch recht warm. Sie ist also noch nicht lange tot. Eine knappe Stunde vielleicht. Todesursächlich sind auf jeden Fall hier diese Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich. Infolgedessen Organversagen. Tja, und das hier dürfte die Tatwaffe sein. Und was ist denn mit den Kollegen von der Spurensicherung? Bereits verständigt, müssen gleich hier sein. Gar nix. Was sagt Koda? Hat der Präsident nicht so eins angehabt? Ja, klar. Und der hatte auch solch eine Anstecknadel an seinem Sakko. Dann war er wohl hier. Ja, aber der hat doch gesagt, dass er mit dem Mädchen nichts mehr zu tun haben möchte. Und dass er sie auch gar nicht näher kennen würde. Alex, sie hat gesagt, dass er ihr Stammfreier war. Ja und? Wir wissen ja nicht, was stimmt. Ja, genau. Und deswegen fahren wir jetzt zum Polizeipräsidenten und fragen ihn einfach mal. Vielleicht war er auch der Letzte, der das Mädchen lebend gesehen hat. Der Terminkalender ist nicht da. Wahrscheinlich hat er ihn mitgenommen. Vielleicht finden wir in seinen anderen Unterlagen irgendeinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Frau Weigel, es ist wirklich wichtig, ehrlich. Ja, gut, dann schauen Sie halt mal. Okay. Ist ein Brief. Sieht nach einer Frauenhandschrift aus. Eine Frau? Ja, ich meine, der Brief ist nicht unterschrieben, aber diese Frau fordert 20.000 Euro von ihrem Mann. Bitte was? Ja. Hier steht, sonst gehe ich mit meiner Geschichte an die Presse. Unsere besondere Beziehung interessiert die Klatschblätter garantiert. Das hört sich nach Erpressung an. Was für eine besondere Beziehung? Ja, und wieso glauben Sie jetzt plötzlich, dass der Polizeipräsident abgetaucht ist? Nur weil er die ganze Nacht nicht erreichbar war und Sie nicht angerufen hat? Nein, es könnte sein, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat. Wie bitte? Ich höre wohl nicht recht. Herr Staatsanwalt, auf der Tatwaffe waren seine Fingerabdrücke. Ja, und außerdem hatte sich die Tote mit ihm verabredet, per SMS. Die beiden wollten sich um 20 Uhr treffen und eine Viertelstunde später war sie tot. Naja, aber bitte, jetzt erzählen Sie mir mal, warum soll ausgerechnet der Polizeipräsident eine Prostituierte töten? Ja, weil sie ihn erpresst hat. Er war ihr Freier.
Ein Schriftgutachten hat ganz klar ergeben, dass diese Frau den Erpresserbrief geschrieben hat. Ja, und bei so einer Erpressung kann doch jeder mal ausrasten, egal ob Polizeipräsident oder nicht. Ja, vielleicht ist er einfach ausgerastet und hat deshalb auch aus Versehen seinen Sakko am Tatort vergessen. Also jetzt ziehen Sie mal bitte keine voreiligen Schlüsse, ja? Jedenfalls nicht, bevor sich der Polizeipräsident selbst geäußert hat. Wir suchen bereits intensiv nach ihm. Zusätzlich werden wir gleich eine Kraftfahrzeugfahndung rausgeben und sein Handy orten. Mehr können wir nicht tun. Okay, also ich kümmere mich jetzt um den Beschluss für die Handyortung und Sie behalten die Sache absolut für sich. Haben Sie mich verstanden? Natürlich. Tschüss. Natürlich.